und herzlich willkommen zu einer neuen schmackotastischen Reaction, Alter. Auf wissenswert. 8 bizarre Dinge, die es nur in Nordkorea gibt, Alter. Ich hoffe, ihr wisst alles. Ihr wisst alle, was Nordkorea. Also. Ja, Nordkorea ist ein Land, aber so, ne? Wie Nordkorea so von Gesetz her ist, so, ne? Was Kim Jong-un da macht und so. Auf jeden Fall sehr Scheißland zum Leben. Sehr kacke. Ich sagen, ey, lang. Übrigens, der Countdown, wie in letzter, wie ich auch schon gesagt, der ist dafür da, für Twitch, weil ich streame, Alter. Und wenn mir da jemand folgt auf Twitch, dann, während dem Stream, dann, wird dieser Countdown auf 10 Minuten höher gestellt. Dann muss ich 10 Minuten halt länger streamen, wie direkt sagen, rein da, Alter. Obwohl es ständig in den Nachrichten ist, weiß man vermutlich über kein Land so wenig wie über Nordkorea. Die Regierung des kommunistischen Staates tut nämlich alles dafür, um seine Bürger von der Außenwelt abzuschotten. Und trotzdem gibt es vermutlich ebenfalls kein Land, das dermaßen kuriose Merkmale, Traditionen und Regeln hat. In diesem Video präsentieren wir euch daher 8 komplett bizarre Dinge, die es so nur in Nordkorea gibt. Beginnen wollen wir mit einer Regel, die zeigt, dass sich Nordkorea in seiner Gaga gibt. Guck mal, die ist doch schon irgendwie süß. So, guck mal diese kleine Knuffbacke an. Also, er regiert zwar sein Land ziemlich scheiße, aber guck mal, den kann man doch irgendwie. Also, guck mal, der ist doch süß, guck mal. Guck mal, dein Doppelkinn ist so süß. Ja, nee. Beginnen wollen wir mit einer Regel, die zeigt, dass sich Nordkorea in seiner ganz eigenen Zeitzone befindet. Und zwar im wahrsten Sinne des Wortes. Ja. Eigentlich befindet sich die Region des Ostpazifiks, also die Gegend um Japan und Südkorea, genau 9 Stunden vor uns. Nordkorea allerdings möchte bei dieser Festlegung nicht ganz mitziehen, obwohl es auf den genau gleichen Breitengraden wie Südkorea liegt. Doch warum eigentlich? 2015 beschloss die Regierung um Kim Jong-un, die Zeit im eigenen Land um 30 Minuten zurückzudrehen. Somit befand man sich eine halbe Stunde vor chinesischer und eine halbe Stunde nach japanischer und südkoreanischer Zeit. Der Grund dafür lag im sogenannten Pyongyang-Programm, mit dem man 2015 den Übrigens, Pyongyang ist Hauptstadt von Nordkorea, nur was jetzt wisst, Alter. 70. Jahre. Warte, ich muss kurz was wegpusten. Oh nein, ich verreck gleich. Das Tag der Befreiung von Japan feiern wollte. Da andere Zeitzonen sich jedoch immer um genau 60 Minuten voneinander unterscheiden, führt diese Regelung regelmäßig zu Verwirrungen mit Diplomaten. Doch nicht nur die Zeit ist seltsam, 1997 wurde der Yuche-Kalender als neue Zeitrechnung eingeführt. Während sich fast alle Länder dieser Welt an der Geburt von Jesus Christus als Jahreszahl 0 orientieren, beginnt die nordkoreanische Zeitrechnung im Jahr 1912, also dem Jahr, in dem das erste Staatsoberhaupt des Landes, Kim Il-sung, geboren wurde. Laut diesem Kalender ist es in Nordkorea aktuell also nicht 2023, sondern das Jahr 111. Es gibt aber auch andere Sachen, die so nirgendwo auf der Welt sonst existieren. Eine davon sind die sogenannten Fake Cities. Seit langer Zeit ist es kein Geheimnis mehr, dass Nordkorea nach außen einen anderen Eindruck vermittelt, als es von innen tatsächlich aussieht. So dürfen Touristen und Journalisten zum Beispiel nur in Gegenden, in denen sie auf schauspielernde und vermeintlich glückliche Menschen treffen. Als vor kurzem jedoch rauskam, dass die Regierung komplette Städte erbauen ließ, die absichtlich leer standen, war das für viele ein Schock. Laut einigen Berichten gibt es zum Beispiel die Stadt Kijongdong nahe der Grenze zu Südkorea. Ich glaube, wenn ich vielleicht irgendwann, wenn ich erwachsen bin und ich habe ein Kind oder so, nenne ich das auch Kijongdong. Ich glaube, das wäre ein guter Name. Was sagt ihr? Hier sieht auf den ersten Blick alles perfekt aus. Es gibt breite Hauptstraßen, hohe Wolkenkratzer und sogar ein gigantisches ringförmiges Gebäude im Zentrum der Stadt. Doch tatsächlich darf hier nie jemand einziehen. Doch. Aber es ist doch eigentlich komplett kontraproduktiv, weil guck mal, Nordkorea ist so ein Land,
das hat jetzt nicht so eine krasse Wirtschaft. Sie sind jetzt nicht komplett verschuldet, aber die haben jetzt auch nicht so große Einnahmen. Und dann eine Stadt zu erbauen, ist jetzt vielleicht nicht ganz so billig. Und das ist kontraproduktiv. Hier hinten ist sogar ein Fernsehturm. Seht ihr das? Ein Fernsehturm oder ein Sendemast oder irgendwas, aber ich glaube ein Fernsehturm. Also muss man nicht verstehen, oder? Also Nordkorea ist so eine Sache für sich, ne? Warum eigentlich? Zum einen wäre ein Großteil der Bevölkerung vermutlich viel zu arm, um sich eine solche Gegend leisten zu können. Zum anderen dienen Städte wie Kijong-dong angeblich ausschließlich dazu, um nach außen zu zeigen, dass man eine so starke Wirtschaft hat, dass man auch Städte errichten kann, in denen keiner lebt. Zwar erscheint diese Argumentation... Das ist ja dumm. Junge, wenn Deutschland sagt, ey komm, wir machen jetzt hier eine Riesenstadt, die ist ungefähr so groß wie, keine Ahnung, Leipzig zum Beispiel. Leipzig ist groß, aber nicht zu groß. Wir machen jetzt so Leipzig 2.0, aber da lebt keiner. Also ich bezweifle, dass dann so ein Präsident von Polen oder Macron oder so sagt, boah, die Deutschen, Alter, die haben eine Stadt, wo niemand drin lebt, Alter. Alter, sind die krass. Junge, wir werden auch, also, ist ja eigentlich, ist dumm, ne? Das ist dumm. Sehr unlogisch. Weil man muss ja auch die Wohnungen pflegen und so, das kostet ja alles viel zu unnötig Geld. Ist jedoch nicht das einzige Phänomen, das zeigt, wie widersprüchlich Nordkorea sein kann. Machen wir weiter mit Sam Tae-song, eine Fastfood-Kette, die auf den ersten Blick mit McDonald's, Burger King oder Five Guys zu vergleichen ist. Sie ist besonders in der Hauptstadt Pyongyang beliebt und zahlreiche Nordkoreaner kaufen sich dort regelmäßig Burger, Hühnchen, Hotdogs oder Smoothies, also quasi wie in den USA. Wenn man jedoch bedenkt, wie sehr die nordkoreanische Regierung die USA und ihren westlichen Lebensstil verabscheut, ist es umso erstaunlicher, dass man selbst eine Kette anbietet, die dem Volk ein ähnliches Angebot wie westliche Konkurrenten bieten. Doch nicht nur das. Angeblich soll Sam Tae-song mittlerweile auch eigene, relativ moderne Smartphones an die Bevölkerung verkaufen. Also quasi wie der südkoreanische Konzern Samsung. Zwar ist nicht bekannt, welche Features die Sam-Tae-song-Handys genau haben. Sam-Tae-song-Handy. Ey, was für ein Handy hast du? Ich hab Samsung. Was hast du? Ich hab Huawei. Was hast du? Ich hab iPhone. Was hast du? Ich hab Sam-Tae-song. Junge, Alter. Da sie außerhalb des kommunistischen Staates nämlich nicht erhältlich sind, es ist aber davon auszugehen, dass die Bevölkerung auch durch diese Geräte vermutlich keinen Zugang zur Außenwelt hat. Die werden wahrscheinlich dadurch auch noch spioniert, so ein bisschen vom Staat. Geht's mit einem Merkmal, das man vor allem aus einem Land kennt, und zwar Indien. Geht um das sogenannte Kastensystem, das inoffiziell regelt, wer wie viel Ansehen in der Gesellschaft hat. Vor einiger Zeit offenbarte sich jedoch, dass auch Nordkorea über ein Kastensystem verfügt, obwohl in der Theorie des Kommunismus ja eigentlich gesagt wird, dass alle Menschen gleich sind. In Nordkorea scheint sich die Gesellschaft jedoch in drei Schichten bzw. Kasten aufzuteilen. In Kaste 3 befindet sich das Arme. Junge, was ist ein Kasten? Ich kenne nur so Einkaufskasten, wo man seine Einkäufe reinlegen kann. Junge, was ist ein Kasten? Mann, Kastensystem, Alter, meine Fresse. Volk, das simple Feldarbeit verrichtet und absolut ungebildet ist. Diese Gruppe genießt im Rest der Gesellschaft nahezu keinerlei Ansehen und man vermeidet es, mit ihnen gesehen zu werden. Die zweite Gruppe repräsentiert so etwas wie die mittlere Schicht der Gesellschaft. Hier scheinen sich zum Beispiel Lehrer oder Büroangestellte aufzuhalten, die zwar keinen politischen Einfluss haben, aufgrund ihrer Tätigkeit jedoch wichtig für die Wirtschaft und die Bildung sind. Wer in Kaste 1 und damit quasi möglichst nah ans politische Geschehen
erreichen möchte, muss sich der Regierung und der Partei ein Leben lang möglichst loyal verhalten haben. Durch eine Art Punktesystem kann man es so schaffen, in höhere Kreise aufzusteigen und wird von der Regierung manchmal sogar mit Limousinen, Reisen ins Skigebiet oder Luxusgegenständen belohnt. Manche, so zum Beispiel die... Oha! Ja, okay, ich weiß, Nordkorea ist sonst eigentlich echt ganz kacke. Aber ich bin ja allgemein sehr geizig. Und wenn ich dann nur, wenn ich der Regierung was Gutes tue und nicht und nichts Böses darüber sag und immer mach, was die sagen, also so gut wie immer das mach, dann krieg ich einfach Luxusgegenstände, hab einen höheren Alter. Jung, klar, Nordkorea, ich will jetzt nicht sagen, Nordkorea ist cool zum Leben, Alter, da will ich mal hin. Das nicht. Aber das ist zumindest cool, dass sie sowas einfügen, dass man, wenn man der Regierung wenigstens so hört, Alter, dass man wenigstens Belohnung kriegt. Langjährige Nachrichtensprecherin des Staatsfernsehens bekommen sogar eine Premium-Wohnung von Kim Jong-un persönlich. Dies schaffen jedoch nur die wenigsten, was auch an dem Phänomen liegt, das wir euch jetzt erklären. Es ist nämlich kein Geheimnis, dass über die Jahrzehnte zahlreiche Menschen versucht haben, aus dem nahezu komplett abgeriegelten Nordkorea zu fliehen. Doch es existiert auch das Phänomen, dass einige, die es tatsächlich aus dem Land rausgeschafft haben, wieder zurückkommen. Wollen, und zwar völlig freiwillig. Der Grund dafür ist simpel, aber auch sehr grausam. Wer aus Nordkorea flieht, bringt nämlich nicht nur sich selbst in Gefahr. Auch die zurückgebliebenen Familienangehörigen stehen nun ununterbrochen unter Beobachtung der Regierung. Laut einigen Quellen soll diese sogar konkret eingreifen, um nämlich auch die Familienmitglieder eines Geflohenen von der Flucht in den Süden abzuhalten, werden sie regelmäßig verprügelt und schlimm drangsaliert. Von diesen Taten lassen sie dann auch die Geflohenen wissen, die, um ihre Familie zu retten, wieder zurück ins Land kommen müssen. Eine andere, völlig bizarre Regel dreht sich um die Frisuren der Nordkoreaner. Im Vergleich zu anderen Ländern darf man sich hier nämlich nicht einfach die Haare schneiden lassen, wie man will. Jede nordkoreanische Frau muss beim Friseurbesuch zwischen einer der 18 erlaubten Haarschnitte wählen. Bei Männern sind es sogar nur 10 Frisuren, die erlaubt sind. Dies hat den Grund, dass die nordkoreanische Regierung ein möglichst reines und dressiertes Bild seiner Bürger vermitteln will. Wer nun jedoch denkt, dass viele Nordkoreaner der wohl berühmtesten Frisur ihres Landes nacheifern würden, der täuscht sich. Trotz der Bekanntheit von Kim Jong-uns Frisur darf laut Gesetz niemand denselben Haarschnitt wie er haben. Und damit dies auch nicht passiert, führt die örtliche Polizei regelmäßig Kontrollen durch, ob die Haare auch richtig geschnitten sind. Was im Reich von Kim Jong-un ebenfalls nicht möglich ist. Wie dumm, er ist ja wirklich scheiße. Stell dir vor, du bist so Familienvater oder Familienmutter oder irgendwie so, ne? Dann klingelt die Polizei und die sagt dann einmal kurz die Haarschnittkontrolle, holen Sie bitte mal Ihre Kinder, Ihre Tante, Ihre Oma und was weiß ich, Ihre Mutter und was weiß ich alles, Alter. Wir müssen einmal die Haare kontrollieren. Junge. Sein wird, ist normal, das Basketball ist nervig, zu spielen. Ja, und das, obwohl der Anführer Nordkoreas ein begeisterter Basketballfan ist und sich sogar regelmäßig mit dem Ex-NBA-Star Dennis Rodman trifft. Man sollte also meinen, dass das nordkoreanische Volk zumindest den Basketball so wie der Rest der Welt genießen darf. Doch weit gefehlt. Um den Menschen nämlich zu verkaufen, dass sie etwas ganz Besonderes spielen würden, wurden die Regeln bei offiziellen Basketballturnieren in Nordkorea vor einiger Zeit nämlich umgestellt. So zählt ein klassischer 3-Punkte-Wurf hier ganze 8 Punkte. Oha. Wer dagegen einen Freiwurf verwirft, bekommt gleich mal einen Punkt abgezogen. Und wer in den letzten 8 Sekunden eines Spiels trifft, ganz egal von wo, erhält ebenfalls 8 Punkte pro Treffer. Dies soll zu mehr Spannung führen und vor allem die Schlussphase möglichst dramatisch machen. Last but not least
kommen wir zu einem Thema, das alle Menschen eint. Und zwar der Gang zur Toilette. Zwar ist es bekannt, dass es in manchen Ländern generell schlechtere Sanitär- und Hygienebedingungen gibt als in anderen, doch so krass wie in Nordkorea soll es nirgendwo sein. Vor einiger Zeit berichtete eine Frau namens Yeonmi Park, die zwei... Hier kriegt so ein Dixi-Klo von der Regierung gestellt. So ein Dixi-Klo ins Wohnzimmer. 2007 nach Südkorea floh, von den Zuständen in nordkoreanischen Klos. Vor allem auf dem Land soll es nahezu gar keine angeschlossenen Toiletten geben, was dazu führt, dass sich Männer und Frauen meistens in sogenannten Latrinen hinter ihrem Haus erleichtern müssen. Dort soll es aber sowohl an Toilettenpapier als auch an fließend Wasser zur Reinigung mangeln. Die Sauberkeitszustände sind vielerorts also verheerend und die Menschen müssen sich sogar in Flüssen waschen. Woran es jedoch nicht mangelt, ist die Präsenz von Kim Jong-un. Angeblich soll sein Bild nicht nur in Klassenzimmern und öffentlichen Räumen hängen. Ey, das fällt mir erst jetzt auf. Kim Jong-un, Alter, der hat Hasenzähne. Guck, oh yeah. Guck mal, der... Junge, hier, also guck mal, sein Doppelkinn, seine Friese, Alter, seine dicken Backen, seine Augen, die fast geschlossen sind, weil er so dick ist. Junge, und dann seine Hasenzähne, ach du Scheiße. Sondern auch auf der ein oder anderen Toilette. Kim Jong-un selbst legt übrigens großen Wert darauf, immer seine eigene Toilette überall mitzunehmen. Selbst im Ausland hat er immer zwei Angestellte dabei, die seine Toilette mittransportieren. Schreibt uns doch mal in die Kommentare. Ey, Mann. Das ist doch so dumm, Junge. Wieso... Wie kann man sich so anstellen, ne? Ich gehe nicht in Russland auf Klo, auch nicht in Deutschland. Ich gehe auch nicht hier irgendwie in China auf Klo. Ich nehme immer mein Klo mit, weil ich ja Kim Jong-un bin. Und ich vermeide auf fremden Klo... Ja, keine Ahnung. Welche dieser Phänomene ihr am heftigsten fandet, seht euch... So. Dann würde ich sagen, es war wirklich eine... Ich bin müde. Nee, dann würde ich sagen, war echt eine geile Reaction. Ich sage, hau da rein! Und Tschüssikowski. Und hau da rein. Und Tschüssikowski. Und hau da rein. Und Tschüssikowski, bitte kack nicht in Kim Jong-un seine tragbare Toilette. Danke.